Der Tourismusverband Ramsau tritt der Urlaubsregion Schladming in Dachstein bei. Mit 3 Millionen Nächtigungen entsteht eine der größten Tourismusregionen Österreichs. Der entsprechende Beschluss fiel in der vergangenen Woche im Rahmen der Vollversammlung des Tourismusverbandes Ramsau am Dachstein. Im Zuge einer Pressekonferenz im Veranstaltungszentrum Ramsau wurden von den Verantwortungsträgern die Eckpunkte präsentiert. Obmann Herwig Erlbacher vom Tourismusverband Ramsau am Dachstein sieht die Zeit reif für den Zusammenschluss. Die intensiven Gespräche sind sehr gut verlaufen. Wir haben eine gute gemeinsame Basis gefunden. Ja, wir sehen jetzt auch gemeinsam den gemeinsamen Weg als den besseren. Und dann sind wir in die Kommission, dann haben wir einen einstimmigen Beschluss in der Kommission gefasst. Wir freuen uns extrem über diesen Entschluss, erklärt Matthias Schattleitner, Tourismuschef in Schladming-Dachstein. Wir bauen damit unsere Position als eine der hochwertigsten Destinationen im Alpenraum weiter aus. Jetzt sind wir dabei, wo man sagt, jetzt haben wir den I-Punkt auf dem I, wo man sagt, jetzt holen wir noch mehr Potenziale ab. Wir schauen, dass wir Synergien finden, dass wir neue Märkte bearbeiten können, dass man die Kraft am Markt bündelt. Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ramsau, zeigt sich ebenso erfreut. In der Zusammenarbeit bieten sich Möglichkeiten, die man als Destination alleine nicht hat. Hier in der Ramsau haben wir schon gleich wie in Schladming-Dachstein, wunderschöne Produkte, und man weiß bekanntlich, dass Zusammenarbeit sehr viel Potenzial in sich birgt. Und ich glaube einfach, dass wir diese Produkte, die sich perfekt ergänzen, sowohl nordisch wie auch Ski-Alpin, wie Wandern mit Klettersteigen, dass wir hier international wirklich dementsprechend groß auftreten können. Aber natürlich gilt es jetzt, dieses Potenzial zu nutzen und umzusetzen. Abschließend zeigt sich auch Helmut Schrempf, Obmann der Region Schladming-Dachstein, sehr zufrieden. Wir begrüßen es sehr, dass die Ramsau den Beschluss gefasst hat, der Region Schladming-Dachstein beizutreten. Die Region Schladming-Dachstein besteht künftig aus den Tourismuszentren Schladming, Ramsau am Dachstein, Haus im Ennstal, Eich-Gössenberg, Grübmingerland, Naturpark Sölktäler, Öblan-Niederöblan und Grimming-Donnersbachtal. Ich glaube, wir sollten nicht immer nur das tun, was scheinbar der Tourismus fordert oder die Tourismuswirtschaft fordert, sondern man sollte sich einfach in den eigenen Reihen, in den eigenen Gremien bis hin zur Familie klar sein, wo ich das. Ja, wenn man gemeinsam am Markt auftritt, ist man ja stärker. Das ist ein altes Sprichwort. Gemeinsam sind wir stark, und darum freut es uns auch besonders, dass wir jetzt mit der Ramsau die Region Schladming-Dachstein wieder vollständig am Markt vermarkten können. Und durch den Zusammenschluss oder durch die Beteiligung der Ramsau an der Region Schladming-Dachstein entsteht eine der größten Regionen Österreichs mit über 3,1 Millionen Nächtigungen. Und ich glaube, dementsprechend groß und schlau werden wir auch am Markt auftreten, um diese Potenziale abzuholen. Selektive Informationen und eine fruchtbare Diskussion schlossen die Pressekonferenz mit einem einhelligen Resümee aller Beteiligten. Dass diese Kombination der bekanntesten Zentren des alpinen Skisports sowie des nordischen Sports weltweit einzigartig sind. Unsere vereinten Tourismusregionen werden gemeinsam von diesem Zusammenschluss profitieren und in einem starken Miteinander in die Zukunft gehen.